Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind heuer wieder auf Camping La Quercia und es gibt einige Neuerungen, insbesondere beim Poolbereich. Da hat sich wirklich viel getan. Das zeigen wir euch natürlich auch alles. Und falls ihr noch nie da wart, dann gibt es auch auf jeden Fall eine Führung rund über den Platz. Kommt mit und seid gespannt, was es hier alles gibt. Und wenn ihr den Platz schon kennt, dann bleibt dran und schaut euch den Poolbereich an, denn hier hat sich extrem viel getan. Schaut mal, und das hier sind dann die Stellplätze. Das sind jetzt die Standardstellplätze, also die sind relativ groß. Und es gibt natürlich auch so Glamping-Maxi-Tents. Und ganz viele Maxi-Caravans, also so Häuschen. Und ja, da muss man sich einfach überlegen, was man haben will. Ich würde behaupten, da ist echt für jeden was dabei. Und auch die Klohäuschen sind mega schön. Da könnt ihr vielleicht später mal noch reinschauen. Zum Teil auch mit Kindertoiletten. Die schätzt natürlich mein kleiner Mann sehr. Hier oben ist die Tahiti-Bar. Da kann man natürlich essen. Und am Abend sind hier dann die Shows und auch die Mini-Disco. Und ja, im Hochsommer ist hier voll betrieben, da muss man manchmal sogar Tische reservieren. Ein kleiner Einblick in die Minidisco. In der Hauptsaison finden nach der Minidisco dann auch richtig krasse Shows und Musicals statt. Das sind eben diese Maxi-Caravans, davon kommen immer mehr. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, aber die vermieten sich halt verdammt gut. Die sind nagelneu da unten und genau, da vorne stehen wir. Hier sind eben diese Riesenplätze, wo dann entsprechend auch Riesenwohnmobile draufstehen meistens. Manchmal aber auch ganz kleine. Und genau, so gibt es eben alle möglichen Parzellengrößen. Ist echt gut gemacht, das finde ich. Und ja, wir fühlen uns hier echt immer ultra wohl. Das hier nennen wir der Rote Weg. Der ist zwar nicht mehr so rot, aber wo wir noch jünger waren, war der Röter. Und der verbindet einfach so ein bisschen alles und ist nicht erlaubt für Autos. Also super fein zum Gehen. Und mit das Schönste am Roten Weg ist, da hinten ist der Gardasee. Den sieht man eigentlich die ganze Strecke, wenn man runtergeht. Und das ist natürlich wunderschön. So, das hier ist jetzt übrigens eines der ältesten Klohäuschen hier. Aber die werden auch immer wieder renoviert. Und ich zeige euch jetzt absichtlich mal das, weil, ja, die neuen sind noch schöner. Und das hier ist halt so der alte Standard, aber wird auch immer wieder hergerichtet. Also in Summe alles super, alles sauber. Ich mag es hier wirklich. Hier draußen sind dann eben die Spülbecken. Und auch das ist jetzt wieder dieses alte Klohäuschen und trotzdem finde ich es mega schön. Dann gegenüber jetzt eben schon wieder so eine Maxi-Caravan-Siedlung. Also die sind auch alle super schön. Aber ja, für mich sind es langsam genug. Das ist natürlich Geschmackssache und die sind immer ausgebucht. Also ich kann schon verstehen, dass sie da so viele machen, aber wegen mir, ja, reicht es langsam. Hier die nächste, da gibt es alle möglichen Größen. Und ja klar, wenn man eben kein Wohnmobil hat, dann ist es sicher eine tolle Option. Und hier eben nochmal die Plätze für euch. Sicher sehr interessant, wenn ihr noch nie da wart, dass man einfach so einen Eindruck von den Parzellen erhalten kann. Deswegen schwenke ich da jetzt mal ein bisschen drüber. Und die sind wirklich sehr, sehr geräumig. Viele mit eigenem Wasseranschluss. Ja, überall Stromanschluss sowieso. Und zum Teil auch mit Internet. Und das ist der Strand. So sieht der Strand aus, wenn er schön leer ist. Und diese Sandhügel, die werden dann noch verteilt. Das ist der Poolbereich. Das ist jetzt der Kinderbereich hier. Und hier sind die drei alten Rutschen. Und drüben gibt es vier neue riesige Rutschen. Die zeige ich euch aber dann nochmal einzeln. Der Kinderbereich ist aber auch super schön. Und ja, im Sommer dann sogar zum Teil bedeckt, dass ein bisschen Schatten ist. Also wirklich sehr, sehr liebevoll gestaltet. Das sind eben die drei alten Rutschen. Die machen aber auch richtig viel Spaß. Und der Pool hier ist aber auch erneuert worden. Der hat einen neuen Boden und neue Fliesen außenrum bekommen. Also das hat alles ein bisschen einen neuen Anstrich. Ansonsten ist es aber der gleiche Pool. Und drüben gibt es aber noch einen neuen Pool sogar mit vier neuen Rutschen, eine davon mit Reifen. Also da hat sich einiges getan. Zeigen wir euch jetzt gleich. Und hier ist jetzt eben der neue Pool mit den neuen Rutschen. Und die sind wirklich richtig cool geworden. Wir haben sie schon alle getestet. Am coolsten ist natürlich die mit Pünktchen und Streifen. Da fühlt man sich ein bisschen wie auf Drogen. Und ja, jetzt nochmal der Panorama-Modus für euch. So sieht das jetzt hier aus. Der ist sogar beheizt. Hier habt ihr einen kleinen Panoramablick über den Platz. Da drüben sind dann noch die zwei Tennisplätze, die man auch als Fußballplatz nutzen kann. Und hier jetzt eben nochmal der neue Pool. Mit den neuen Rutschen ist echt super schön geworden.
Hier unten habt ihr den Spa-Bereich, der ist ab 16, ist natürlich auch beheizt. Und das Fitnesscenter hier drin. Jetzt sind wir auf dem Podest, wo die neuen Rutschen starten. Und da hat man diesen genialen Ausblick. Und hier sind eben die neuen Rutschen. Da muss ich filmen. Ah. Und dann ist hier auf der Seite noch der Ausblick auf den alten Poolbereich. Ist echt mega schön, wie ich finde. Man muss schon alleine wegen dem coolen Blick über den See rutschen gehen. Und hier ist noch ein Pool, der ist auch beheizt und die eine Seite ist ganz flach für Kinder, in der Mitte ist so ein Steg und die andere Seite ist so, ja, schultertief für Erwachsene. Und dann noch das Volleyballfeld und Tischtennis und Basketball und so und noch das große Fußballfeld. Da drüben ist der Minigolfplatz, der ist auch richtig cool, kostet allerdings extra. Das hier ist der Minigolfplatz. Und der ist so ein bisschen auf Originalgolf ausgelegt. Ist echt sehr, sehr süß. Und hier ist das Solarium, nennt sich das. Hier finden immer die Aerobic-Kurse statt. Der Hafen von Lazise, ein super Ausflugsziel vom Campingplatz aus. Da kann man komplett am Strand entlang gehen, so ungefähr 15 Minuten. Ganz in der Nähe vom Camping Lac Merta ist übrigens auch das Gardaland. Wir gehen immer zu Fuß her. Das ist dann so eine Stunde ungefähr zu Fuß, aber mit dem Fahrrad nur eine Viertelstunde. Also echt klasse. Und ja. Gardaland. Ja, gut. Gefällt dir das Gardaland? Ja! Ein kleiner Schwenk über das Gelände und eine kurze Einblendung in eine Show. Ach ja, und noch eine schnelle Fahrt durch eine der vielen Kinderattraktionen. Übrigens, mein kleiner Spatz hat jetzt am Campingplatz wieder so richtig Freude am Radfahren gefunden. Das fand er sonst jetzt eine lange Zeit nicht so spannend, wenn dann bei mir mitfahren. Und ja, von dem her immer schön Fahrzeuge für die Kiddies mitnehmen, weil da treffen sich dann immer so ganze Gangs in den Gassen. Das ist echt richtig cool zum Mitbekommen. Ansonsten, das war's schon wieder. Schreibt uns gerne in die Kommentare, falls es irgendwie Fragen geben sollte. Und ansonsten hoffen wir, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!